Programmvorschau vom 19. bis zum 25. September. Montag, der 19. September. Bereits um 0.45 Uhr Olympia Live. Bernd Heller und Harry Valerien berichten von den Olympischen Sommerspielen in Seoul. In dieser Nacht sollen Entscheidungen im Schwimmen, Schießen und Gewichtheben fallen. Außerdem übertragen wir zahlreiche Vorkämpfe. Zwischen 6 Uhr und 10 Uhr und noch einmal um 13 Uhr bringen wir eine Zusammenfassung der Tagesereignisse und Heute-Nachrichten. ...15.50 Uhr ZDF ihr Programm. ...15.55 Uhr heute. Um 16 Uhr Black Beauty und der Winkeladvokat. Um 16.20 Uhr Lolek und Bolek, eine zeichentrickreiche Verfolgung auf dem Rad. 16.30 Uhr das Jugendmagazin Technik 2000 zum Thema Glas. ...16.55 Uhr heute, anschließend Berichte aus den Ländern. Um 17.10 Uhr die Teleillustrierte. Soko 51.13, der vierte Mann. Florian ist unheilbar krank. Er beschließt, mit allen seinen vermeintlichen Widersachern abzurechnen. Für die Sonderkommission beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Teil 1 um 17.45 Uhr, Teil 2 um 18.20 Uhr. ...18.56 Uhr ZDF ihr Programm, um 19 Uhr heute. Um 19.30 Uhr ZDF Olympiastudio. Eine Zusammenfassung der Tagesereignisse vom dritten Wettkampftag mit Interviews, Analysen und Studiogästen. 21.45 Uhr das Heute-Journal und um 22.10 Uhr Super Soul, das Ereignis des Tages. Um 23 Uhr Dein Partner ist der Tod. Ein schlauer Amateur und ein gerissener Profigangster liefern sich in diesem kanadischen Spielfilm ein Katz-und-Maus-Spiel mit Nervenkitzel. 0.40 Uhr heute. Und das Abendprogramm am 19. September. Dienstag, der 20. September. Um 13.15 Uhr, nicht nur wenn's brennt, die Feuerwehr. Eine Reportage über die vielfältigen gemeinnützigen Aufgaben der freiwilligen Wehren. Um 13.45 Uhr, Tal der Rache. In diesem amerikanischen Western spielt Burt Lancaster die Rolle eines edlen Rangers, der den Intrigen seines Stiefbruders ausgeliefert ist. ...15.05 Uhr Terra X. In unserer Sendereihe über Geheimnisse der Menschheitsgeschichte führen wir Sie diesmal durch verschollene Wüstenreiche zu einer Audienz mit der sagenumwobenen Königin von Saba. Hier im Bild Sanaa, die jahrtausendalte Hauptstadt der Arabischen Republik Jemen. ...15.50 Uhr ZDF ihr Programm. ...15.55 Uhr heute. Um 16 Uhr stiftet ein Papagei bei den Muppet-Babys heillose Verwirrung.
16:25 Uhr Mofa-Fahren leicht gemacht. Um 16:30 Uhr die dreibeinigen Herrscher, ein weiteres Abenteuer aus unserer Science-Fiction-Serie. 16:55 Uhr heute, anschließend Berichte aus den Ländern. Um 17:10 Uhr die Teleillustrierte.